die Bayern gerade beim Anlauf und wir sind beim ganz besonderen Moment, denn jetzt wird Paul Zitzer zum ersten Mal wieder einlaufen. Was für eine große Geschichte heute. Ich weiß noch, dass mir meine Mama vor dem Spiel geschrieben hat und irgendwie meinte, und seid ihr aufgeregt, weil Paul das erste Mal im Kader ist? Da habe ich eigentlich noch zurückgeschrieben, so nee, eigentlich nicht. Aber als dann tatsächlich der Moment war, wo er dann wirklich aufgerufen wurde und auch einfach Teil von diesem Ganzen dann wieder war, es war schon irgendwie ein krasser Moment. Bei der Teamvorstellung auch einfach nur den Namen dann zu hören und dann rauszukommen und das Video davor wieder zu sehen, das war schon ein sehr, sehr cooler Tag. The whole story is special. I mean, people will never understand. And you know, we'll never know what Paul, his family, his people, and us have gone through since the beginning of June. It's also a very powerful story. It's a story of hope. It's a story of that things can get better in spite of adversity. It's a very positive message. Paul is a stoic guy in that sense, and. If there was somebody that was ready to fight that was definitely Paul Zipser. Und da ist der Moment. Der Moment, auf den Basketball Deutschland schon seit langer Zeit wartet. Ein emotionaler Moment für ihn, für die Fans hier im Audidome, für uns als Berichterstatter. Paul Zipser ist zurück. Nach seinem letzten Einsatz im Juni 2021. Eine Notoperation im Gehirn. Eine unglaubliche Story. Ein Mann, der sich nur so viel durchkämpfen musste in dieser Zeit und der stoisch und zuversichtlich geblieben ist. Und jetzt ist er wieder auf einem Basketballparkett. Ja. Anfang war es irgendwie ein bisschen surreal, also so gerade als dann irgendwie Paul meinte, ja okay, er hat jetzt da seine Kopfschmerzen und dann ging es los, dass hier, ich glaube, Tom ihn abgeholt hat und dann war eigentlich für uns noch so, Pauls Schwester war gerade zu dem Zeitpunkt da, für uns war so, ja okay, wir machen jetzt mal hier weiter unseren Tag. Da wird jetzt schon irgendwie, die checken das jetzt ab, da wird jetzt schon irgendwie nichts groß bei rauskommen. Nach der OP war erstmal Ansage, ich versuche jetzt meinen Alltag überhaupt hinzubekommen, dass ich, wenn ich jetzt vergesse Basketball, ich will alles außer Basketball jetzt erstmal abhaken, dass ich keine Probleme habe. Die krassesten Schritte sind natürlich am Anfang, dass du anfängst mit diesem, okay, ab jetzt laufe ich ohne Hilfe, ab jetzt laufe ich so viel, wie ich will. Ab jetzt kann ich Kurven auch laufen, ohne Schiss zu bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wann es das erste Mal war, aber dieser Schritt war mit der größte, dass du einfach, dass du alltägliche Sachen einfach mehr machen kannst. Ja, ich war jeden Tag im Krankenhaus und habe ihm was zu essen gebracht, weil Krankenhausessen nicht so gut. Und da war ich jeden Tag da, habe ihm Snacks gebracht, Obst. Beeren und ja, ich weiß nicht, was ich da sonst noch gemacht habe. Ich weiß nicht, einfach da sein. Was sie dann für eine Rolle gespielt hat, hat sie, glaube ich, viel zu wenig selbst vorhin gesagt. Einfach nur da zu sein, einfach nur zu sagen, auf was es dann wirklich ankommt.
Ja, unser Freundeskreis hier, in jeder Sekunde, wo irgendwas möglich war oder nächster Schritt, dann wurde direkt was unternommen. Und auch diese Ablenkung dann mit der Katze irgendwie, es klingt so komisch, aber auch einfach abgelenkt sein, dann okay, wenn ich heute Plan A habe, das mache ich und das läuft nicht, dann komme ich aber nach Hause und dann sitzt da jemand und will halt spielen und macht Sachen. Erstens ist es eine Ablenkung, zweitens ist auch das ein Riesentraining. Also gerade am Anfang mit irgendwas gezielt, koordinativ machen, ja, das glaube ich war schon auch ein Riesending. Und dann Family natürlich, da kann ich jetzt schon wieder so viele aufzählen. Wie ich angefangen habe zu joggen, und joggen jetzt nicht mit Tempo, sondern diesen Unterschied von Gehen zu Joggen ist ja einfach nur, dass du auch dass der Kopf immer wieder abgefedert wird, sag ich mal. Also du hast ja immer diesen Impact. Das habe ich davor noch nie so wahrgenommen eigentlich, weil dieser Impact ist jetzt nicht anstrengend für meine Füße oder für meinen Körper, sondern einfach nur, dass der Kopf immer so ein bisschen... Diese Erschütterung. Genau. Ja. Und dieses Abfedern war am Anfang, sagen wir mal, 2 Minuten jetzt nur ganz leicht und dann habe ich Pause gebraucht. Und dann morgen geht es 5 Minuten und dann geht es 10 Minuten. Am Anfang, wo ich noch nicht dran gewöhnt war, dass ich, wenn ich Schritte nach vorne mache, dass es ganz normal ist, jetzt nicht wie bei einer normalen Reha, vielleicht 1-2 Schritte wieder zurück zu machen, aber vielleicht auch mal 4-5, wo ich dann denke, hä, ich bin jetzt gerade, wo ich vor einem Monat war eigentlich so, was ist das denn? Ja. Und da muss man sich extremst dran gewöhnen, weil das hat mich am Anfang sehr, sehr beschäftigt. Also wir hatten davor auch ein sehr gutes Verhältnis, aber ich glaube, das hat es dann sehr intensiviert, diese Zeit, wenn man sich halt jeden Tag sieht und dieser komplette, seit, wann war das, August, wie ich das erste, oder Anfang September, wie ich das erste Training mit ihm hatte, und seitdem ist er jeden Tag dabei und sieht komplett meinen, wie ich drauf bin, ich sehe aber auch, wie er drauf ist. Wie gut es läuft heute. Also es sind so viele Sachen, die wir auch zusammen durchgemacht haben, weil man einfach gemerkt hat, irgendwie nach selbst am, ich weiß nicht, am ersten Tag, aber erste Woche ganz sicher, dass ich sehe, wie er auch auf mich reagiert. Jetzt, wenn ich zum Beispiel mal den nächsten Schritt mache oder den nächsten Schritt nicht mache, sondern eher 2 Minusschritte, dann sieht man bei ihm direkt, wie das auf ihn irgendwie wirkt. Und das macht es dann ab und an sogar noch schwieriger, ehrlich gesagt. Und sehr, sehr oft helfen wir uns da sehr gegenseitig. Aber ich glaube, wir haben uns gut kennengelernt. Noch besser, wir sind zusammen auch Allianz Arena. Wir haben uns auch abseits vom Spielfeld ein bisschen mehr gesehen als sonst. Ja, ich glaube, wir haben unsere Beziehung auf jeden Fall verbessert, könnte man sagen. Doch so grob war die Technik und sowas, alles war da eigentlich. Auch ganz am Anfang das erste Mal, wie wir in die Halle gegangen sind. Aber
halt, dass der Körper so gerade bei einem Wurf einfach so in einem Fluss wieder geht, das ist natürlich nicht, oder dann einzelne Sachen haben nicht gestimmt, aber das haben wir alles gut hinbekommen. Die erste Trainingswoche wieder beim ersten Team ist so enorm gewesen. Also jede Trainingseinheit war so ein Schritt, dass du jetzt auf das guckst, dass du dann auf das guckst. Und ich habe wirklich konstant auch irgendwie Tag für Tag, Aufgabe nach Aufgabe, auch mit Andrea dann vor Augen gehabt. Ja, das waren nochmal sehr schöne und sehr große Schritte. Und jetzt geht's so dran, okay, jetzt wirst du attackiert, jetzt bist du im Weak Spot ab und an. Dann geht's noch mehr drum, dass du gut dagegen halten kannst. Und ja, das wird jetzt die Aufgabe sein, aber das ist eine schöne Aufgabe. Am Anfang sag ich dir, komm, scheiß drauf. Bist du jetzt witzig oder was? Das Beste wäre jetzt, wenn wir uns verpissen. Dann sitzt es einfach. Kamera laufen lassen. Nazio im Flieger. Philipp Zwiener ist eingeschlafen. Ich habe Zwiener seine Schuhe unten an das Ding festgebunden. Vor allem, wenn du dann erst aufwachst, wenn los. Als wir gelandet sind, er kam so ins Schwitzen. Das ist tough. So interessant, ey. What's up, man? Good. How you doing? Good? Very good. How are you? For you, man. Thanks. Ja, ich glaube, er ist jetzt einfach dann doch wieder froh, dass es halt jetzt wieder so läuft, weil das konnte dir am Anfang auch niemand sagen, wie sich das jetzt entwickelt. Das hätte es ja auch quasi gewesen sein können. Total, ja. Und dass es jetzt so schnell im Prinzip auch wieder vorangegangen ist und dass er da jetzt einfach wieder spielen kann. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht auch einfach wieder so diesen, okay, das, diesen Spaß zurückbringt, wegen dem man ja eigentlich mal irgendwann anfängt mit so einem Sport, dass man das jetzt wieder so mehr hat, dass man wieder das mehr ja, genießen kann, das zu machen und das quasi nicht mehr nur als Job betrachtet. In jedem Training oder jedem Spiel bin ich sehr viel am Lachen, Lächeln, das glaube ich, sieht jeder, aber auch dieses, ich habe nicht diesen 100% Fokus, dass ich ins Spiel reingehe und weiß, okay, heute steht das an, sondern es ist einfach das Alte wieder und es ist Spaß angesagt eher und man versucht zurückzukommen und es ist jetzt auf einem Level zurückkommen, was Spaß macht. Und es gab vielleicht so ganz kurze Phasen zwischendurch, die mal Spaß gemacht haben, aber das war sehr, sehr kurz. Und das einfach nach den ganzen Monaten jetzt bei diesem Stadion wieder zu sein, das macht einfach unglaublich Spaß und ich glaube, das sieht jeder. In meinem Leben einen Wurf mit Brett versucht. Ich glaube, ja, ich habe viel rumgelacht im ersten Spiel, aber ich glaube, meine Reaktion hat ganz gut gezeigt, wie sehr der nicht gewollt war. Aber es hat einfach gepasst. Also der erste Wurf, dass der irgendwo hingeht, das war mir eigentlich klar. Die Frage ist nur, wohin. Ja? Wie weit entfernt und dass der halt mit Brett dann rein, das war einfach doppelt witzig. Vorbild, wie er das alles gemeistert hat. Und er hat
obwohl er manchmal, das muss ich so sagen, verpeilt ist und sein Phlegma natürlich ihn kennzeichnet, dass genau in dieser Situation, der war wahrscheinlich seine Stärke. Wir hatten eigentlich letztes Jahr schon vor, mal einen richtig fetten Urlaub zu machen. Und ich hoffe, dass wir jetzt das dieses Jahr anpacken können und mal irgendwie nochmal so richtig weg und richtig mal uns einen Urlaub gönnen, eine Auszeit gönnen nach diesem ganzen, ja. Ich kenne mich selbst, also wenn ich jetzt irgendwas sage, dann in 3 Wochen bin ich auf einem viel besseren Level und dann will ich plötzlich was ganz anderes. Also sportlich habe ich mir erstmal nur vorgenommen, okay, ich will dahin wieder zurück, wo ich war. Wie das dann da aussieht, das werden wir jetzt herausfinden, aber da habe ich mir jetzt nichts vorgenommen. Ja, privat, gerade auch mit der Zeit mit Corona, dann letzten Sommer und letzter Sommer haben wir eigentlich schon was gebraucht, um einfach mal wegzukommen. Ich glaube, das wissen wir beide. Das wird auf jeden Fall diesen Sommer passieren. Aber länger in die Zukunft gucke ich es dann nicht. Oder wir gucken jetzt nicht. Hey Paul, freuen uns, oder ich freue mich, Alter, dass du wieder zurück bist, Mann. Wünsche dir nur das Beste jetzt für die Saison. Hau rein, mach dein Ding. Ich weiß, du musst wieder zurück auf dein Level kommen. Mach's gut. Jalen Reynolds here. I just want to wish Paul Zipser a warm and welcome back to the league, man. I wish you the best of luck and be healthy. We love you, my brother. Paul, man, good to have you back, man. I know it's been a long, hard 9 months without you on the court, man. So I know everybody's happy to have you back, the Byron family, our family here from Maccabi. But we wish you the best with the months coming ahead and good luck the rest of the season. Hi, Paul. I'm happy to hear that you're healthy and back playing. Looking forward to seeing you on the court again. Big Paul, welcome back to the court, man. Happy for you. Can't wait to see you play and play against you, man. Welcome back, Paul. Everybody wish you the best and we wait for you in Athens. Hello, Paul. Every time you are on the court against us, it's a problem, but no matter what, I am so happy and we are so happy to have you back on the court again, healthy. Hi, Paul. I wish you all the best and welcome back on the court. See you soon in Athens. Hey, Paul. Welcome back. Nice to see you back. Have a good rest of the season. It's the first small step, but a huge step for him. To get used to the situation. Be alive. Be part of something. To do what he knows to do well. To enjoy. Nobody knows how it was. And privacy is the most important thing. But believe me, those days I will never forget. And when I saw him coming, when they called his name, I was really moved. And this is just the beginning. The best is yet to come.